Erst Schmähparolen, dann Entwürdigung. Am Ende Qualen und Tod. Doch manchen der als Juden verfolgten Menschen gelingt es unterzutauchen, sich dem Mordplan der Nazis zu entziehen und auf wundersame Weise zu überleben. Auf der Flucht, verfolgt in Hitlers Reich. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Willkommen, liebe Zuschauer. Der 9. November, der deutsche Geschichtstag, steht nicht nur für den Sturz der Monarchie im Jahre 1918, nicht nur für das Glück der Maueröffnung 1989, sondern auch vor allem für das Menetekel der Pogromnacht 1938. Damals wurden Juden in der Hitler-Diktatur zu Freiwild. Tausendfach geschlagen und gefoltert und getötet. Ein Prolog für den millionenfachen Mord. Wie systematisch und perfide Täter dabei handelten, das zeigen die Erlebnisse der Menschen, die durch Glück, Geschick und Zufall flüchten konnten. Unser Autor Peter Harte zeichnet schier unglaubliche Berichte nach und stieß dabei auf einen beispiellosen Tauschhandel zwischen Nazi-Deutschland und dem Kriegsfeind Großbritannien, der in letzter Not wohl Hunderte von Menschen vor dem Tod bewahrte. Wer unter Hitlers Regime als Jude verfemt war, hatte zu Kriegszeiten kaum noch Aussichten zu überleben. Nur wenige wagten es, sich der Verfolgung zu entziehen. Es ist mir nie etwas passiert, weil ich ohne Angst gelebt habe. Und zu der Zeit, als man mitten in dem lebte, durfte man gar nicht daran denken, was passieren könnte. Mit dem deutschen Überfall auf die Nachbarländer wurde die Bedrohung grenzenlos. So many people, so ich, jetzt muss ich um mein Leben kämpfen. I have to fight for my life. Dies sind die Erlebnisse von Verfolgten, die der furchtbarsten Menschenjagd der Geschichte zu entkommen suchten. Jeder auf seine eigene, abenteuerliche Weise. Es machte mir solche Angst, die Schläge, das Töten, die Schüsse. Aber mein Onkel, der Geiger, sagte, du wirst das hier als Einzige überleben. Ich weiß nicht, ich habe ihm geglaubt. Holland, der freisinnige Küstenstaat. Zufluchtsort für Verfolgte des Nazi-Regimes. 1940, nach der Besetzung durch die deutsche Armee, wird das Asyl zur Falle. Für Emigranten und einheimische Juden. Wie Lies Polak, die mit ihren drei Geschwistern in Amsterdam aufgewachsen ist. I am happy. Ich war glücklich, als Krankenschwester arbeiten zu können. So konnte ich anderen etwas geben. Ich hatte immer zu tun, auf positive Weise, und kam gar nicht dazu, nachzudenken. Unter deutscher Herrschaft gelten nun auch holländische Juden als Bürger zweiter Klasse, markiert durch den Davidstern. Mitte 1942 beginnt der Abtransport von über 100.000 Menschen. Hier heimlich gedrehte Filmaufnahmen aus Amsterdam. Ein Jahr später umstellen die Greifkommandos auch das israelische Krankenhaus, in dem Lies Polak wie jeden Tag ihren Dienst versieht. Morgens um 8 Uhr hörten wir plötzlich Lastwagen, Lärm, Schreien vor dem Haus. Alles war umzingelt. Keiner kam mehr raus, keiner mehr rein. Auf der Suche nach einem Versteck stieg ich bis zum Dachboden hoch. Doch wen fand ich dort? Den jüdischen Architekten der Klinik mit seinen drei kleinen Kindern. Then we lay there.
Dann kauerten wir dort. Und noch heute klingt mir in den Ohren, wie jemand reinkam und sagte: Hier sind wir noch nicht gewesen, hier müssen wir noch suchen. Ich hatte solche Angst, die Kinder könnten zu weinen anfangen. Aber kein Mucks, kein Laut, nichts. Dann gingen die Deutschen wieder und wir waren frei. Nach einer bangen Nacht flieht die 21-Jährige übers Dach aus der belagerten Klinik. Doch wohin? Ihre Eltern wurden schon abgeholt. Sie findet Unterschlupf im Haus ihres Verlobten Ernst. Bis auch hier die Verfolger vor der Tür stehen. Da beschwor mich Ernsts Vater: Du bist hier doch nicht gemeldet. Versuch doch noch mal, über die Dächer zu entkommen. Für mich war das eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Aber ich dachte, wie könnte ich Ernst jemals verlassen? Meine erste Liebe. Und so beschloss ich, mit ihnen mitzukommen. Ich fuhr freiwillig mit ins Lager. Auch in Osteuropa sind die jüdischen Ghettos Wartesäle des Todes. Und ihre Bewohner Arbeitszwang, Willkür und Mordlust schutzlos ausgeliefert. So erlebt es die 6-jährige Rachel, die mit ihren Angehörigen in die ostpolnische Kleinstadt Kolomija verbannt ist. Ein Bild werde ich nie vergessen. Sie ließen uns in einer Reihe antreten, ich an der Hand meiner Großmutter. Dann pickten sie sich 6 etwa 13-jährige Jungs heraus, rissen sie an den Ohren, stießen ihnen die Finger in die Augen. Wie sie leiden mussten, wie sie schrien bei all den furchtbaren Misshandlungen. Am Ende wurden sie alle einfach abgeknallt. Und wir mussten das alles mit ansehen, wie ein Schauspiel. Ich dachte für mich, da es ja Jungs waren, die sie erschossen, wie glücklich bin ich doch, ein Mädchen zu sein. Im Sommer 1942 werden die arbeitsfähigen Ghettobewohner zum Feldeinsatz aufs Land beordert. Rachels Eltern haben ihre Tochter heimlich mit hierher geschmuggelt, um sie nicht dem Tod im Ghetto auszuliefern. Sie schärfen ihr ein, sich tagsüber in der Wohnbaracke zusammen mit ihrer Cousine unter einer Pritsche versteckt zu halten. Wochenlang steckten wir dort unter dem Bett. Doch als wir einmal Sonnenkringel am Boden sahen, wagten wir uns heraus, froh über jeden Schritt. Wir kleinen Mädchen tanzten und sprangen auf dem Boden herum. Natürlich kriegte der Wachmann das irgendwann mit. Er riss die Tür auf, zielte mit dem Gewehr auf uns und stieß uns raus. Was habe ich geweint? Nicht, weil ich annahm, nun erschossen zu werden, sondern weil ich meinen Vater enttäuscht hatte. Er hatte mich beschworen, unterm Bett zu bleiben, und ich habe nicht auf ihn gehört. Umgehend werden die beiden Mädchen in das Ghetto von Kolomija zurückverfrachtet, ohne Wissen ihrer Eltern. Dort sind sie jetzt ganz auf sich allein gestellt. Auch in der deutschen Reichshauptstadt gibt es für jüdische Bewohner eine Galgenfrist, wenn sie als Zwangsarbeiter Nutzen bringen. Bis zum Frühjahr 43. Ich kam eines Morgens zur Arbeit und war allein dort. Da kam der Polier raus. Sagte: Was machst du denn hier? Arbeiten.
Na, siehst du nicht, dass du hier ganz allein bist? Ja, ich habe mich auch schon gewundert. Na, die anderen haben sie in der Nacht abgeholt. Da sagt er, ich gehe rein und frage, was mit dir geschehen soll. Und da bin ich nach Haus. Und da habe ich meiner Frau gesagt, jetzt ist es an der Zeit. Wir gehen nicht mit. Nicht mit uns. Nun kann niemand mehr mit Schonung rechnen. Tagtäglich verlassen die Transporte Berlin Richtung Osten. Um ihnen zu entgehen, bleibt Walter Frankenstein nur der Ausweg, unterzutauchen. Zusammen mit seiner Frau Leonie und ihrem neugeborenen Sohn Uri. Durch die Geburt des Kindes waren wir noch mehr angestrengt, nicht deportiert zu werden, des Kindes wegen. Weil wir wussten ja damals, was mit kleinen Kindern geschieht, wenn man in irgendein Lager kam oder was. Die wurden ja sofort umgebracht. Und vielleicht war das noch ein Ansporn, noch mehr zu kämpfen, um durchzukommen. Mitten unter Menschen im Versteck zu leben, birgt jeden Moment die Gefahr, entdeckt zu werden und von der Versorgung abgeschnitten zu sein. Ohne die riskante Hilfe selbstloser Mitmenschen geht das nicht. Meine Frau war eine Zeit in Leipzig versteckt bei ihrer Mutter. Und ich hatte in dieser Zeit Kontakt bekommen mit einem Mann, Arthur Ketzer, der eine kleine pharmazeutische Fabrik im Grunewald hatte. Dort durfte ich wohnen und arbeiten. Während Walter in idyllischer Umgebung auf Vermittlung der engagierten Helferin Edith Berlo eine provisorische Bleibe findet, entgeht seine Frau in Leipzig 1943 nur knapp ihrer Festnahme. Sie muss mit dem Kind erneut fliehen. Dann kam meine Frau nach Berlin zu Arthur Ketzer und sie durfte dort bleiben mit dem Kind. Also wir waren dort zusammen, bis das Haus zerbombt wurde. Und da sagte Arthur Ketzer zu meiner Frau, ja, jetzt weiß ich nicht weiter. In der zunehmend von Bomben zerstörten Stadt ist die heimatlose Familie nun auch ohne Obdach. Das niederländische Lager Westerbork nahe der deutschen Grenze ist für die meisten Ankömmlinge nur Durchgangsstation, wie Lies Pollack bald nach ihrem Eintreffen bemerkt. Tag für Tag kamen Transporte aus Amsterdam, Rotterdam, aus ganz Holland in Westerbork an. Und jeden Dienstag, das wusste jeder, ging von hier ein Transport in andere Lager ab. Jeder hatte eine Riesenangst, in diese Viehwaggons Richtung Osten zu geraten. Erst am Vorabend erfuhren die Betroffenen, ob sie auf der Liste standen. Wir nannten den Abfahrtstag Schwarzer Dienstag. Manche brachten sich um, es war ganz furchtbar. Wie Lies erst viel später erfährt, wurden kurz zuvor ihre Eltern wie 100.000 Leidensgenossen in einem dieser Waggons nach Osten verfrachtet. Ich wusste nichts von Todeslagern und dass meine Eltern nicht mehr am Leben waren. Angst hatte ich schon auch, fühlte mich aber etwas sicherer, da ich ja im Krankenrevier tätig war. Doch auch sie wird, wie alle jüdischen Mitgefangenen, irgendwann
auf die Todesliste geraten. Da eröffnet sich ihr ein unerwarteter Ausweg. Unversehens erhielt ich über das Rote Kreuz ein Zertifikat auf meinen Namen. Sie erklärten mir, damit könnte ich in ein besonderes Lager gelangen und von dort nach Palästina ausreisen. Das gelobte Land. Nicht nur für jüdische Siedler ist der nahöstliche Küstenstreifen Hort der Verheißung. In und um Jerusalem siedeln seit 75 Jahren auch pietistisch gesinnte Christen der sogenannten Tempelgesellschaft aus Württemberg. Gläubige, die sich fern der Heimat für die Wiederkehr des Messias rüsten. Unsere Vorfahren, die dann nach Palästina auszogen, hatten die Sehnsucht nach einem etwas freieren Leben in religiöser Hinsicht. Brigitte und ihr Bruder wachsen in Jerusalem auf, in einer deutschen Enklave. Die Kolonie war schon abgeschlossen in Palästina. Also der Auslandsdeutsche richtet sich ja sehr nach dem Heimatland. Und die Templer sind ja immer Deutsche geblieben. Unter britischer Mandatsherrschaft sind die deutschfreundlichen Templer seit Kriegsbeginn nicht mehr wohlgelitten. Zumal die meisten Männer in Hitlers Armee kämpfen. Wie Brigittes Vater. Wir waren ja Feinde nun geworden im Krieg. Und deshalb haben die Briten sofort begonnen, die Internierung einzuleiten, der Deutschen. Deshalb wurden die Städter von Haifa, Jaffa und Jerusalem zu den landwirtschaftlichen Kolonien gebracht. Als feindliche Ausländer finden sich die Templer, meist Frauen und Kinder, hinter Stacheldraht wieder. Zu uns hat man gesagt, das weiß ich auch noch, dass wir gegen englische Zivilgefangene ausgetauscht werden würden, die der Krieg in Deutschland überrascht hat. Dass es sich um Juden handeln würde, das haben wir nicht gewusst. Insgeheim handeln die verfeindeten Staaten einen bis heute kaum bekannten Deal aus. Christliche Templer gegen jüdische Todeskandidaten, die von den Briten als ausreisewillig registriert sind, wie Lies Pollack. Wir waren voller Hoffnung. Ich sagte mir, nun musst du überleben. Du hast wieder eine Zukunft in Palästina. Statt ins Land der Hoffnung führt sie die Fahrt in die Fänge der deutschen SS. Im Ghetto von Kolomija müssen Rachel und ihre Cousine täglich mit ihrem Abtransport rechnen, wenn sie bis dahin noch leben. Die Straßen waren mit Leichen übersät, überall. Wir kauerten uns zwischen die Toten und heulten und heulten. Das war's dann, dachte ich mir. Papa weiß nicht, wo wir sind und wird bestimmt wahnsinnig. Doch der Vater ahnt, wo die Mädchen ausgesetzt wurden. Unter dem Vorwand, Leichen von der Straße zu bergen, lässt er einen früheren Nachbarn im Ghetto nach ihnen Ausschau halten. Plötzlich kam Yusuf mit einem Pferdekarren an. Zwischen all den Leichen sammelte er mich und meine Cousine auf und verbarg uns unter den toten Körpern auf der Ladefläche. Wir hatten unsägliche Angst. So gelangte er mit uns unauffällig aus dem Ghetto. Am Friedhof hielt er seinen Wagen an, fischte uns aus dem Leichenhaufen und wies uns ein Versteck hinter dem größten Grabstein. Ihr rührt euch hier nicht weg, sagte er, bis meine Frau Rosalia euch spät nachts hier abholt, und verschwand. Und er
Die Angst war unbeschreiblich. Stockduster, überall Leichen. Es kam mir vor wie ein Jahr, bis Rosalia uns fand. Sie nahm uns mit in die Scheune auf ihren Hof. Im Heuschober eines anderen hilfsbereiten Landarbeiters, Vasil, finden Rachel und ihre Verwandten im Herbst gemeinsam Unterschlupf. Nun müssen auch die Eltern untertauchen, um ihre Rückkehr ins Ghetto zu vermeiden. Walter Frankensteins Familie dagegen ist nach dem Bombeneinschlag in ihrem Quartier obdachlos, wie so viele. Doch das Dilemma birgt auch eine Chance. Als das Haus dann weg war, da sagte Arthur Ketzer zu meiner Frau, gehen Sie zur nächsten Sammelstelle für Ausgebombte und sagen Sie, Ihre Papiere sind im Haus kaputt gegangen, Sie haben sie vergessen mitzunehmen. Und das machte sie. Und zuerst mal sagten sie, eine deutsche Mutter mit Kind darf doch nicht in Berlin sein bei diesen Fliegerangriffen. Und sie wurde evakuiert auf einen Bauernhof. Und da war sie schon wieder schwanger im 7. Monat. Getarnt als ausgebombte volksdeutsche Mutter findet Leonie Frankenstein Aufnahme in einem Heim für Schwangere. Dort bringt sie ihren zweiten Sohn zur Welt. Und ist sicher vor den Berliner Bombennächten. Ihr Mann, der wie ein Obdachloser durch wechselnde Verstecke zieht, meidet die Bunker aus Sorge, entdeckt zu werden. Ich war bei allen Luftangriffen auf der Straße. Für mich waren dies die besten Stunden in der Illegalität. Ich war in diesen Stunden, in denen die Bombenangriffe stattfanden, war ich ein freier Mensch. Ich war der Einzige, der sich auf der Straße bewegte. Da hatte man keine Angst mehr vor den Bomben. Und das war ja auch eine Möglichkeit, uns ein bisschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Improvisation ist alles in den Trümmern der Reichshauptstadt. Ich musste viel arbeiten und kein Mensch hat nach Papieren gefragt. Alle waren froh, sie bekamen irgendeine Hilfe. Ich half Leuten, ihre Wohnung wieder in Ordnung zu bringen, wenn sie kaputt gegangen waren durch Bombenangriffe. Ich arbeitete als Filmmaschinist im Tageskino in den Gewölben an Bahnhof Friedrichstraße. Es gab immer Arbeit. Die Bedrohung, aufzufliegen, bleibt sein ständiger Begleiter. Um als Mann im wehrfähigen Alter keinen Argwohn zu wecken, täuscht er eine Lungenkrankheit vor. Doch die Ausrede rettet ihn nicht immer. Ich fuhr in der S-Bahn, hatte nächtelang nicht geschlafen. Und ich bin eingeschlafen und mir klopfte jemand auf die Schulter und verlangte einen Ausweis. Und da sagte ich, ich habe meinen Ausweis vergessen. Und da sagte er zu mir, na dann steigen Sie aus und dann gehen wir in Friedrichstraße zur nächsten Polizeiwache und dann wird die Sache aufgeklärt. Und ich hielt ihn unten an der Treppe, an der Rolltreppe hielt ich ihn an und sagte ihm, ich bin Jude, ich lebe illegal und wenn Sie mich mitnehmen, bin ich morgen in Auschwitz. Dann sagte er nach einer Weile überlegen, sagt er, verschwinde, ich suche keine Juden, ich suche Deserteure. Und auch solch ein Geschehen gab einem wieder Mut, weiterzumachen. Lies Pollack verlässt ihre holländische Heimat. Für immer. In das Lager Bergen-Belsen fuhren wir eigentlich in ganz aufgekratzter Stimmung. Aber als wir ankamen, aus dem Zug raus mussten, das war schrecklich. Die Deutschen standen da und brüllten rum, trieben die Frauen auf die eine und die Männer auf die andere Seite. And put the women on one side and the men on one side. I suffered very much. Ich litt sehr darunter, meinen Liebsten Ernst aus den Augen zu verlieren. Getrennt von ihm zu sein,
im Frauenlager. Das Lager in der Heide ist für die Neuankömmlinge wie der Vorhof zur Hölle. Tausende sterben hier, wie sich erst nach der Befreiung 1945 offenbart. Ich hatte das Gefühl, in den ersten paar Tagen in Bergen-Belsen um 10 Jahre zu altern. Ich verstand einiges mehr vom Leben. Nach Monaten härtester Arbeit sprach niemand mehr von Palästina. Jeder dachte nur noch ans Überleben. Doch dort in Palästina bereiten sich nach langen Verhandlungen die Templerfamilien auf ihre Ausreise nach Deutschland vor. Meine Mutter hat gesagt, wenn Vater zurückkommt vom Krieg, dann wird er nach Deutschland zurückkommen, gehen wir dorthin, damit wir wieder beisammen sind. Ihr könnt ein Spielzeug mitnehmen, müsst es aber selber tragen. Und ich hatte eine große Puppe, die habe ich dann so auf den Arm gehabt. Und mein Bruder hat seinen Märklingkasten in den Koffer gepackt und dann haben wir uns in den Bus gesetzt. Ziel der Fahrt ist das britische Internierungscamp Atlit an der Mittelmeerküste. Das waren große Baracken, sonst war da nichts. Und die Betten haben wohl auch nicht ausgereicht. Man hat dann aus Orangenkisten Notbetten gemacht und man hat nicht viel getan. Man hat gewartet, einfach gewartet. Für die Austauschkandidaten in Bergen-Belsen hat nun die Zeit des Wartens ein Ende. Eines Abends verkündete der Oberscharführer, morgen früh fahrt ihr alle nach Palästina. Um 7 Uhr habt ihr euch am Lagertor aufzustellen mit euren Sachen. Doch noch in der Nacht gab es einen fürchterlichen Bombenangriff. Wir hörten die Sirene. Vom Aircraft, wir hörten Alarm. And in the morning, when we had to go out, am Morgen hieß es dann, die Reise ist um etwas verschoben, Sie können in Ihre Baracke reingehen. Und er fügte hinzu, los an die Arbeit. In der Scheune des hilfsbereiten Bauern Vasil hält sich Rachel mit ihren Eltern und Verwandten verborgen, von ihrem Beschützer notdürftig versorgt. Doch das Risiko, hier entdeckt zu werden, wächst von Tag zu Tag. Der Ortsvorsteher hatte die Weisung, alle jungen Männer zur Zwangsarbeit nach Deutschland zu schicken. Da kam der gute Vasil zu meinem Vater und sagte, ich könnte untertauchen. Aber dann würden sie mich suchen und euch alle hier finden. Also melde ich mich lieber freiwillig, damit ihr unentdeckt bleibt. Mein Vater erwiderte, wie kann ich dir das vergelten, dass du dich so opferst? Mein Lohn wird sein, meinte Vasil, euch bei meiner Rückkehr lebend wiederzufinden, und fuhr ab. Ohne ihren selbstlosen Retter wird das Ausharren im kargen Verlies für die Untergetauchten immer aussichtsloser. Schon ein Verdacht, ein Gerücht, das im Dorf die Runde macht, kann sie das Leben kosten. Es wurde Winter, das Dach hielt kaum noch. Mein Vater meinte, dass wir das nicht lange überleben würden.
Wir hatten ja keine Ahnung, wie lange der Krieg dauerte. Und so sagte mein Vater, es hat keinen Sinn. Wir müssen uns nach einem anderen Versteck umsehen. Erneut ziehen sie weiter. Unter dem Heuboden einer anderen Scheune graben die Männer heimlich ein Erdloch. Es muss 10 Schutzsuchende aufnehmen. Wir waren dort zusammengepfercht wie Sardinen in der Dose. 5 mit dem Kopf zur einen, 5 zur anderen Seite. Es war so niedrig, dass man sich nicht aufrichten konnte. Ganz unten blieb kaum noch Luft. Es war stockduster, ein Grab. Wir waren lebendig begraben. Wir mussten ausharren und wussten nicht, wie lange noch. Um unbemerkt zu bleiben, durften wir nicht sprechen, nur die Lippen lautlos bewegen. Kein Ton war erlaubt. Wie ist das auszuhalten? 2 lange Jahre in einem Erdloch. Ich flüchtete mich aus der Wirklichkeit in eine Art von Fantasiewelt, rief mir all die guten Erinnerungen ins Gedächtnis. Träumte davon, wie mein Onkel Velvel auf der Geige spielte. Dachte an meinen Freund Matthew, meinen Hund Bobby, all das, was ich verloren hatte. Ähnlich prekär wird die Lage für Walter Frankenstein. Seine Frau muss mit den 2 Kindern nach Berlin zurück. Ihre falsche Identität ist bedroht, enttarnt zu werden. Und da kam sie mit dem 4 Wochen alten Baby nach Berlin. Und also ein Jugendfreund meines älteren Bruders, der schaffte uns ein Zimmer in der Blumenstraße bei einer ehemaligen, ja, kann man sagen, Bordellmama. Und die nahm bezahlt dafür. Also sie tat es auch teilweise aus Mitleid, aber sie ließ sich auch dafür bezahlen. Doch erneut trifft ein Luftangriff die Bleibe der Untergetauchten. Als das Haus niederbrannte, ich löschte und neben mir versuchte ein SS-Sturmbannführer, das Haus zu löschen. Wir kämpften beide zusammen, um das Haus zu retten. Er aus dem Interesse, dass er seine Wohnung dort hatte und ich, dass das unsere einzige Bleibe war. Das Haus brannte aber runter, wir hatten beide eine leichte Rauchvergiftung. Und er sagte, Sie melden sich bei mir morgen im Büro, er gab mir die Adresse und ich verschaffe Ihnen eine Wohnung. Und ich werde Sie vorschlagen für das Kriegsverdienstkreuz, weil Sie so tapfer an der Heimatfront gekämpft haben. Frech war ich ja, aber so frech war ich nicht. Die junge Familie steht abermals auf der Straße. Eine halbe Stunde später kam eine junge Frau vorbei, also ein Straßenmädchen. Und sie sagte, ach, die armen Kinder, und was macht ihr denn jetzt? Und da sagte meine Frau zu ihr, wir sind Juden, wir leben illegal, wir wissen nicht wohin. Und da zog sie einen Schlüsselbund aus der Tasche, ihr könnt in meiner Wohnung sein, ich weiß zwar nicht, ich habe meine Schlüssel auf der Straße verloren und dort könnt ihr wohnen, ich komme dort nicht hin. Trotz Lebensgefahr gewähren beherzte Berliner insgesamt 7000 verfolgten Juden in dieser Zeit Unterschlupf.
Im Lager Bergen-Belsen hat der Bombenangriff für Lise Pollack die Aussicht auf Ausreise vorerst zunichte gemacht. Um bei der Wahrheit zu bleiben, ich war richtig glücklich, alle meine Lieben wiederzusehen. Ich erklärte ihnen, dass ich nicht fortfahren, sondern bei ihnen bleiben wollte. So mussten sie mich erst überzeugen. Falls auch nur einer diesem Lager entrinnen kann, muss er es tun, um aller Welt zu berichten, was hier passiert. Eines Nachts weckten sie uns Ausreisekandidaten. Alle Sachen mitnehmen, wiesen sie uns an. Noch heute Nacht werdet ihr aus dem Lager rauskommen. Wir durften noch nicht mal mehr von unseren Lieben Abschied nehmen. Die Reise im Personenzug zusammen mit 221 anderen zum Austausch bestimmten Häftlingen führt Lise Pollack zuerst nach Österreich. In Wien brachten sie uns mit Bussen zu unserer Unterkunft in einem großen Heim für Obdachlose. Zur selben Zeit kamen dort Juden aus Ungarn an. Männer, Frauen, Kinder, auf dem Weg nach Auschwitz. Und da verstand ich, dass sie in den Tod fahren würden und wir in die Freiheit. Das war ein schreckliches Gefühl. And that was a terrible feeling. In Polen müssen Rachel und ihre Angehörigen ihr riskant gewordenes Versteck im Dorf verlassen. Wir krochen in der Dunkelheit bis zu einem Wald, wo die Männer wieder ein Erdloch gruben. Es war kalt, und da es im Winter nichts zu essen gab, schlichen mein Vater und mein Onkel jede Nacht zu irgendeinem Viehstall, um den Schweinen das Futter aus dem Trog zu stehlen. Auf ihren nächtlichen Streifzügen werden die Männer im Frühjahr 1944 Zeuge von Luftkämpfen und dem Rückzug deutscher Soldaten. Mein Vater entschied, dass wir nachts bis zum Graben neben der Hauptstraße kriechen sollten, in Erwartung der nahenden Front. Und er erklärte mir, ebenso mein Onkel meiner Cousine, wie man auf Russisch sagt, ich bin Jüdin. Am nächsten Morgen sind die Sowjets da. Ein Panzer hielt an. Die Soldaten packten uns in ihr Fahrzeug und brachten uns nach Kolomija in ein Quartier der russischen Armee. Aber ich brachte keinen Ton heraus, konnte nur flüstern, lautlos meine Lippen bewegen. Ich hatte verlernt zu sprechen. Für Lise Pollack geht die Fahrt weiter über den Balkan in die neutrale Türkei. In Istanbul wollen die Kriegsgegner ihre jeweiligen Internierten austauschen. Sie brachten uns über den Bosporus auf die asiatische Seite der Türkei. Erst dort wurde uns bewusst, dass wir in die Freiheit fuhren. Nun, unter britischer Aufsicht, geht die Fahrt an der Mittelmeerküste entlang nach Palästina. Das die Templer im Gegenzug verlassen. Dann ist man so in den Zug gestiegen. Das Ziel war die Türkei, weil dort der Austausch stattfinden sollte. Aber man war schon traurig. Man hat alles verlassen. Man wusste aber nicht, was auf einen zukommt und war natürlich auch erfüllt davon, was wird geschehen. Die Mutter war ja dabei, man war ja behütet.
Erst viel später erfährt sie von der Tragweite der Austauschaktion. Dass man ein Teil auch der Weltgeschichte war, ein Rädchen da drin, und dass dadurch möglich gemacht worden sind, dass einige Juden durchgerettet werden konnten, ist für mich sehr, sehr wichtig. Das bedeutet für mich sehr viel. Am Ziel ihrer Reise in Deutschland steht das Wiedersehen mit dem von der Front heimkehrenden Vater. Ihren Zufluchtsort Palästina hat sich Lise Pollack nicht ausgesucht. Aber die herzliche Aufnahme erleichtert der einst Todgeweihten den Schritt in ihr neues Leben. Es war sehr aufregend für mich. Ich hatte wirklich das Gefühl, nach Hause zu kommen, wie ich immer gehofft hatte. Ihre Zukunft beginnt im Aufnahmelager Atlit, das die Templer kurz zuvor verlassen hatten. Im April 1945 erreicht die Rote Armee auch die deutsche Reichshauptstadt, wo Walter Frankenstein sich mit seiner Familie bis zuletzt in einem Bunker verborgen hält. Dann kam der Artilleriebeschuss und am vierten oder fünften Tag, da kamen die Russen. Da sagten wir, wir sind Juden und haben hier illegal gelebt. Ja, Juden gibt es in Deutschland nicht mehr seit 1936. Und dann haben wir sie langsam überzeugt, dann kam einer von den Kommissaren, dem haben wir das erklärt. Und dann war er natürlich sehr gerührt und hat geweint und hat die Kinder umarmt und geküsst und weiß ich was nicht alles. Und das war für uns das Himmelreich. Sobald wie möglich verlässt die Familie ihre Heimat, die ihr mit aller Gewalt nach dem Leben getrachtet hatte. Um ein neues Zuhause im entstehenden Staat Israel zu suchen. Wie auch Lise Pollack. All die Jahre musste ich an meine Mithäftlinge in Bergen-Belsen denken, die nicht mehr rauskamen. Erst im Laufe eines Jahres erfuhr ich, wer alles nicht mehr am Leben war. Alles, was ich liebte, musste ich zurücklassen. Das begleitete mich zeitlebens. Ich konnte niemals mehr glücklich sein. Wir sind irgendwie, wie soll man sagen, vor Freude explodiert. Also es war eine große Genugtuung, erstens mal, dass wir das Hitler-Regime überlebt haben. Und es war eine Genugtuung, dass das, was wir uns vorgenommen haben, auch durchführen konnten und dazu noch mit zwei Kindern. Und dann war es natürlich die Trauer um alle Verwandten. Ich hatte ja keine Familie mehr, nichts. Das war diese Mischung von großer Freude und großer Trauer. Vielleicht habe ich aus einem bestimmten Grund überlebt, um von all den Menschen zu berichten, die nicht mehr am Leben sind. And maybe that's why I survived. Heute sind die Überlebenden weit über 80, manche über 90 Jahre alt. Ihr ganzes Leben blieb gezeichnet vom Verlust der liebsten Angehörigen und von dem Wissen um die eigene Todesangst. Und doch bedeutet jedes ihrer Lebensjahre einen eigenen Triumph. Zumindest sie sind dem perfiden Mordplan noch entkommen. Und sie können die Erinnerung am Leben halten. Die Erinnerung an eine Welt, die aus den Fugen war. Bis bald und bleiben Sie uns treu.
geschieht, wenn man in irgendein Lager kam oder was. Die wurden ja sofort umgebracht. Und vielleicht war das noch ein Ansporn, noch mehr zu kämpfen, um durchzukommen. Mitten unter Menschen im Versteck zu leben, birgt jeden Moment die Gefahr, entdeckt zu werden und von der Versorgung abgeschnitten zu sein. Ohne die riskante Hilfe selbstloser Mitmenschen geht das nicht. Meine Frau war eine Zeit in Leipzig versteckt bei ihrer Mutter. Und ich hatte in dieser Zeit Kontakt bekommen mit einem Mann, Arthur Ketzer, der eine kleine pharmazeutische Fabrik im Grunewald hatte. Dort durfte ich wohnen und arbeiten. Während Walter in idyllischer Umgebung auf Vermittlung der engagierten Helferin Edith Berlo eine provisorische Bleibe findet, entgeht seine Frau in Leipzig 1943 nur knapp ihrer Festnahme. Sie muss mit dem Kind erneut fliehen. Dann kam meine Frau nach Berlin zu Arthur Ketzer und sie durfte dort bleiben mit dem Kind. Also wir waren dort zusammen, bis das Haus zerbombt wurde. Und da sagte Arthur Ketzer zu meiner Frau, ja, jetzt weiß ich nicht weiter. In der zunehmend von Bomben zerstörten Stadt ist die heimatlose Familie nun auch ohne Obdach. Das niederländische Lager Westerbork nahe der deutschen Grenze ist für die meisten Ankömmlinge nur Durchgangsstation, wie Lies Pollack bald nach ihrem Eintreffen bemerkt. Tag für Tag kamen Transporter aus Amsterdam, Rotterdam, aus ganz Holland in Westerbork an. Und jeden Dienstag, das wusste jeder, ging von hier ein Transport in andere Lager ab. Jeder hatte eine Riesenangst, in diese Viehwaggons Richtung Osten zu geraten. Erst am Vorabend erfuhren die Betroffenen, ob sie auf der Liste standen. Wir nannten den Abfahrtstag Schwarzer Dienstag. Manche brachten sich um, es war ganz furchtbar. Erst Schmähparolen, dann Entwürdigung. Am Ende Qualen und Tod. Doch manchen der als Juden verfolgten Menschen gelingt es unterzutauchen, sich dem Mordplan der Nazis zu entziehen und auf wundersame Weise zu überleben. Auf der Flucht, verfolgt in Hitlers Reich. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Willkommen, liebe Zuschauer. Der 9. November, der deutsche Geschichtstag, steht nicht nur für den Sturz der Monarchie im Jahre 1918, nicht nur für das Glück der Maueröffnung 1989, sondern auch vor allem für das Menetekel der Pogromnacht 1938. Damals wurden Juden in der Hitler-Diktatur zu Freiwild. Tausendfach geschlagen und gefoltert und getötet. Ein Prolog für den millionenfachen Mord. Wie systematisch und perfide Täter dabei handelten, das zeigen die Erlebnisse der Menschen, die durch Glück, Geschick und Zufall flüchten konnten. Unser Autor Peter Harte zeichnet schier unglaubliche Berichte nach und stieß dabei auf einen beispiellosen Tauschhandel zwischen Nazi-Deutschland und dem Kriegsfeind Großbritannien, der in letzter Not wohl Hunderte von Menschen vor dem Tod bewahrte. Wer unter Hitlers Regime als Jude verfemt war, hatte zu Kriegszeiten kaum noch Aussichten zu überleben. Nur wenige wagten es, sich der Verfolgung zu entziehen. Es ist mir nie etwas passiert, weil ich ohne Angst gelebt habe. Und zu der Zeit, als man mitten in dem lebte, durfte man gar nicht daran denken, was passieren könnte. Mit dem deutschen Überfall auf die Nachbarländer wurde die Bedrohung grenzenlos. So many people
So, jetzt muss ich um mein Leben kämpfen. I have to fight for my life. Dies sind die Erlebnisse von Verfolgten, die der furchtbarsten Menschenjagd der Geschichte zu entkommen suchten. Jeder auf seine eigene, abenteuerliche Weise. Es machte mir solche Angst, die Schläge, das Töten, die Schüsse. Aber mein Onkel, der Geiger, sagte, du wirst das hier als Einzige überleben. Ich weiß nicht, ich habe ihm geglaubt. I believe them. Holland, der freisinnige Küstenstaat. Zufluchtsort für Verfolgte des Nazi-Regimes. 1940, nach der Besetzung durch die deutsche Armee, wird das Asyl zur Falle. Für Emigranten und einheimische Juden. Wie Lies Polak, die mit ihren drei Geschwistern in Amsterdam aufgewachsen ist. Ich war glücklich, als Krankenschwester arbeiten zu können. So konnte ich anderen etwas geben. Ich hatte immer zu tun, auf positive Weise, und kam gar nicht dazu, nachzudenken. Unter deutscher Herrschaft gelten nun auch holländische Juden als Bürger zweiter Klasse, markiert durch den Davidstern. Mitte 1942 beginnt der Abtransport von über 100.000 Menschen. Hier heimlich gedrehte Filmaufnahmen aus Amsterdam. Ein Jahr später umstellen die Greifkommandos auch das israelische Krankenhaus, in dem Lies Polak wie jeden Tag ihren Dienst versieht. Morgens um 8 Uhr hörten wir plötzlich Lastwagen, Lärm, Schreien vor dem Haus. Alles war umzingelt. Keiner kam mehr raus, keiner mehr rein. Auf der Suche nach einem Versteck stieg ich bis zum Dachboden hoch. Doch wen fand ich dort? Den jüdischen Architekten der Klinik mit seinen drei kleinen Kindern. Dann kauerten wir dort. Und noch heute klingt mir in den Ohren, wie jemand reinkam und sagte, hier sind wir noch nicht gewesen, hier müssen wir noch suchen. Ich hatte solche Angst, die Kinder könnten zu weinen anfangen. Aber kein Mucks, kein Laut, nichts. Dann gingen die Deutschen wieder und wir waren frei. Nach einer bangen Nacht flieht die 21-Jährige übers Dach aus der belagerten Klinik. Doch wohin? Ihre Eltern wurden schon abgeholt. Sie findet Unterschlupf im Haus ihres Verlobten Ernst. Bis auch hier die Verfolger vor der Tür stehen. Da beschwor mich Ernsts Vater, du bist hier doch nicht gemeldet. Versuch doch noch mal über die Dächer zu entkommen. Für mich war das eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Aber ich dachte, wie könnte ich Ernst jemals verlassen? Meine erste Liebe. Und so beschloss ich, mit ihnen mitzukommen. Ich fuhr freiwillig mit ins Lager. Auch in Osteuropa sind die jüdischen Ghettos Wartesäle des Todes. Und ihre Bewohner Arbeitszwang, Willkür und Mordlust schutzlos ausgeliefert. So erlebt es die 6-jährige Rachel, die mit ihren Angehörigen in die ostpolnische Kleinstadt Kolomija verbannt ist. Ein Bild werde ich nie vergessen. Sie ließen uns in einer Reihe antreten, ich an der Hand meiner Großmutter. Dann pickten sie sich 6 etwa 13-jährige Jungs heraus, rissen sie an den Ohren, stießen ihnen die Finger in die Augen.
wie sie leiden mussten, wie sie schrien bei all den furchtbaren Misshandlungen. Oh, suffering screams, they did awful, awful tortures. Eventually they shot them all. Am Ende wurden sie alle einfach abgeknallt. Und wir mussten das alles mit ansehen, wie ein Schauspiel. Ich dachte für mich, da es ja Jungs waren, die sie erschossen, wie glücklich bin ich doch, ein Mädchen zu sein. Im Sommer 1942 werden die arbeitsfähigen Ghettobewohner zum Feldeinsatz aufs Land beordert. Rachels Eltern haben ihre Tochter heimlich mit hierher geschmuggelt, um sie nicht dem Tod im Ghetto auszuliefern. Sie schärfen ihr ein, sich tagsüber in der Wohnbaracke zusammen mit ihrer Cousine unter einer Pritsche versteckt zu halten. Wochenlang steckten wir dort unter dem Bett. Doch als wir einmal Sonnenkringel am Boden sahen, wagten wir uns heraus, froh über jeden Schritt. Wir kleinen Mädchen tanzten und sprangen auf dem Boden herum. Natürlich kriegte der Wachmann das irgendwann mit. Er riss die Tür auf, zielte mit dem Gewehr auf uns und stieß uns raus. Was habe ich geweint? Nicht, weil ich annahm, nun erschossen zu werden, sondern weil ich meinen Vater enttäuscht hatte. Er hatte mich beschworen, unterm Bett zu bleiben, und ich habe nicht auf ihn gehört. Umgehend werden die beiden Mädchen in das Ghetto von Kolomija zurückverfrachtet, ohne Wissen ihrer Eltern. Dort sind sie jetzt ganz auf sich allein gestellt. Auch in der deutschen Reichshauptstadt gibt es für jüdische Bewohner eine Galgenfrist, wenn sie als Zwangsarbeiter Nutzen bringen. Bis zum Frühjahr 43. Ich kam eines Morgens zur Arbeit und war allein dort. Da kam der Polier raus. Sagte, was machst du denn hier? Na, arbeiten. Na, siehst du nicht, dass du hier ganz allein bist? Ja, ich habe mich auch schon gewundert. Na, die anderen haben sie in der Nacht abgeholt. Da sagt er, ich gehe rein und frage, was mit dir geschehen soll. Und da bin ich nach Haus. Und da habe ich meiner Frau gesagt, jetzt ist es an der Zeit. Wir gehen nicht mit. Nicht mit uns. Nun kann niemand mehr mit Schonung rechnen. Tagtäglich verlassen die Transporte Berlin Richtung Osten. Um ihnen zu entgehen, bleibt Walter Frankenstein nur der Ausweg, unterzutauchen. Zusammen mit seiner Frau Leonie und ihrem neugeborenen Sohn Uri. Durch die Geburt des Kindes waren wir noch mehr angestrengt, nicht deportiert zu werden, des Kindes wegen. Weil wir wussten ja damals, was mit kleinen Kindern geschieht.